Einen recht schönen guten Samstagmorgen, der 20. August wünscht euch der Bauer Hausi. Willkommen auf meinem Kanal. Ihr seht, ich habe Regenzeug an. Balloxen sind nass. Es regnet. Eigentlich wäre vorgesehen gewesen, heute Morgen 8 Uhr Saatkartoffeln roden. Wetterbericht war nicht schlecht für das. Freitagnachmittag kein Regen mehr und es ist nicht so gewesen. Es hat die ganze Zeit geregnet. Zuerst bis Freitag 14 mm, das geht ja noch. Und jetzt hat es noch einmal 10 mm gegeben, sind wir bei gut 24 mm oder mehr und es regnet weiter. Und wenn es regnet, fahren wir nicht in die Kartoffeln. Wenn es aufhört regnen, warten wir eine Stunde und starten. Vorhersage ist Regen bis etwa 10 Uhr morgens, Samstagmorgen 10 Uhr und dann ist er durch. Vielleicht starten wir um 11 Uhr oder erst am Nachmittag, ich weiß es noch nicht. Ja, auf Berndeutsch gesagt, das ist eben Burt. Wir müssen mit dem Wetter leben und uns danach richten, das geht nicht anders. Regen ist ja gut, geplant wäre jetzt was anderes gewesen und jetzt müssen wir uns anpassen. Ja, da gibt es eine Rundballe heu für die Galoe. Und runter damit. Ja, wenigstens wird jetzt wohl durch den Regen das Gras in der Weide oben wieder etwas nachwachsen. Ich konnte ja auch noch Dünger streuen, damit wir da nicht die ganze Zeit noch Heu zufuttern müssen. Weil Heu haben wir auch nicht viel. Und da starten wir wieder den Hoflader. Das beste Fahrzeug auf dem Hof. Der Hoflader. Programm wurde heute Morgen umgestellt. Wir schauen nochmals 12 Uhr, es ist jetzt 10 vor 11, ob es geht zum Kartoffelroben. Ich bin da am Rundballen versorgen. Ich habe die nur auf die Fahrtrücke zwischengelagert und die nehme ich jetzt mit dem Kettenzug runter. Konstruktion von 1812. Es ist verrückt, was die machen konnten 1812. Ja, die Heuballen werfe ich nicht darunter, die sind zu schwer. Stroh werfe ich immer runter, aber die sind bedeutend leichter Strohballen. Ja, Endrundballen versorgt. Es ist jetzt fast 10 nach 11. Wir haben gesagt, wir essen etwas früher zu Mittag und starten eventuell um 12 Uhr mit Kartoffelroden.
Blick in den Himmel sieht schon besser aus. Und der Schweizer Bauer Ausgabe vom Samstag. Ja, liebe Hirtenfreunde, weil wir nicht in den Kartoffeln sind, sind wir in die Kürbis. Und ich habe da schon eine Box voll Etabes. Und die Maubele, die Melde, das ist da durchgegangen. Ziemlich grob. Ja, wir haben es nicht im Griff gehabt. Und das ist das Resultat. So, die Ausbeute. Ja, und das war's vom Samstag. Ich wünsche euch einen schönen Tag und man sieht sich. Tschüss zusammen. Ciao, ciao, ciao.